Hallo, bin heute mal in Wilsdruff gelandet. Ich arbeite ja gleich um die Ecke, da bin ich noch gar nicht erst nach Hause gefahren. Wilsdruff macht morgen und übermorgen den zweiten Techniktreff. Da werde ich natürlich mit der Kamera eine kleine Runde hier durch den Ort laufen. Beziehungsweise fahren. Hier gibt es einen Shuttlebus, auch ein alter, kann ich jetzt nicht sagen, was für einer. Das gab hier eine Kleinbahn in Wilsdruff. Ich fuhr von Freital, Putschabbel, gab ich eine Kleinbahn über Wilsdruff und die fuhr dann weiter bis Nossen. Von hier zweigte dann noch eine zweite Bahn ab, die von Wilsdruff bis Döbeln fuhr. Die Bahn hierher wurde 1972 stillgelegt. Dieser kleine Traddi beschäftigt sich mit einem Teil der vergessenen Orte von Wilsdruff und ist Teil einer Serie. Ja, die anderen der Serie hat er wahrscheinlich noch gar nicht ausgelegt. Er nennt den zwar Nummer 1, vergessene Orte Wilsdruff oder so. Das vergessene Wilsdruff Nummer 1 wurde ausgelegt, oh, 2014, also 14 Jahren schon. Da gibt es keinen weiteren. Oder vielleicht von anderen, das müsste man dann nochmal nachgucken. Dass der bloß einen von der Serie gelegt hat. Wilsdruff hat eine abwechslungsreiche Geschichte. Es wurde im Jahr 1259 als Wielandsdorf erstmals urkundlich erwähnt. Die Jakobikirche, älteste romanische Kirche in Sachsen, wurde zu dieser Zeit erbaut. Ab 1886 entwickelte sich Wilsdruff zügig zu einer Industriestadt. Wie gesagt, da werden wir im Laufe des Videos noch ein paar Sachen sehen. Dank des Anschlusses an das sächsische Schmalspurnetz mit Eröffnung der Strecke Freital-Putschabbel nach Wilsdruff. Die Strecke wurde im Jahr 1899 noch bis Nossen verlängert. Wilsdruff wurde ein Zentrum der Küchen- und Schlafzimmermöbelherstellung. Im Jahr 1906 ließ der Möbelfabrikant Theodor Porsch den Küchentisch mit herausziehbarem Aufwaschtisch patentieren. 1936 erhielt die Stadt Anschluss an das Reichsautobahnnetz. Im Jahre 1951 begann der Bau des weithin sichtbaren Funkturms Wilsdruff. Den werden wir morgen auch sehen, allerdings nur im Modell. Der wurde vor ein paar Jahren gesprengt. War eigentlich immer ein schönes Wahrzeichen. Und wenn man die Autobahn Richtung Dresden fuhr, wusste man, jetzt sind wir bald da, wenn der Turm zu sehen war. Einige der baulichen Zeitzeugen sind eingefallen, zerstört, renaturalisiert oder restauriert worden. Es müssen während des gesamten Caches keine Privat- bzw. Firmengelände betreten werden. Es muss an keiner Station Gewalt angewendet werden, beziehungsweise etwas abgeschraubt werden. Erstausstattung, Logbuch, Bleistift, Spitzer, Geocoins für die drei Schnellsten. Wo ich hier schon mal zum Tag der offenen Tür war, oben am Funkturm. Damals hatten die noch gesendet. Ich habe die Bilder leider nie wiedergefunden. Ich habe noch ein paar Fotos, wenn, dann verlinke ich die vielleicht doch.
mal in der Videobeschreibung. Oder ich werde das nochmal neu aufrollen. Wissen wir noch nie. Ich habe nie besonders gut sortiert meine Fotos. Am Boden, bei den vier steinernen Monumenten, gibt es als Hinweis für diesen Cache. Ja, heute ist doch wieder ganz schön kalt gewesen und auch immer noch ganz schön kalt draußen. Deswegen habe ich jetzt wieder geheizt, aber mit meinem Gaskocher. Und läuft den ganzen Abend. Ich bin eigentlich noch auf einem guten CO2-Wert hier drin. Die 0,2 sind CO2-Partikel pro Inch oder sowas. Oder pro Quadratmeter, Kubikmeter, ich weiß es gar nicht genau. Kann ich immer so schlecht lesen. Also 2 ppm CO. Und das schwankt immer so zwischen 400 und 550 CO2. Bin also noch gut im Mittelmeer. Hier drinnen habe ich jetzt 20 Grad. Das läuft den ganzen Abend jetzt schon, die Heizung seit, wann habe ich mich reingesetzt? Um 6:30 und jetzt ist 8:30. Also eigentlich ganz gut. Ja, ich gucke hier noch ein bisschen irgendwelchen Quatsch und trinke noch gemütliche Bierchen. Und morgen gehen wir schön darüber. Kann ich ja noch in Ruhe frühstücken. Ich werde nie allzu spät ins Bett gehen heute. Der zweite Techniktreff Wilsdruff. Vom 20.04. bis 21.04. am Vereinshaus des Kleinbahnhofs in Wilsdruff. Auch in diesem Jahr können Dampfmaschinen und Modelle unserer Modellbahn- und Gartenbahnausstellung, historische Feuerwehrtechnik sowie Oldtimer und Traktoren zu bewundern sein. Außerdem wird auch das Modell des Wilsdorfer Funkturms, eine Roboterschau und auf der Freifläche eine Modellauto-Trail zu erleben sein. Neu dabei ist in diesem Jahr ein Pendelbus. Ein blauer H6 aus Freital. Er bringt die Besucher zu den einzelnen Stationen der Ausstellung. Der Service ist bereits im Eintrittspreis enthalten und auch der Ticketpreis bleibt der gleiche wie im letzten Jahr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ach, das ist gar nicht auf dem Gelände vom Sender Wilsdruff. Das ist ja mitten im Ort. Haben die die Technik jetzt so ausgelagert oder gibt es da bloß Fotos zu sehen? Hatten auf 1044 Kilohertz gesendet. Das war der Mittelwellensender Stimme der DDR. Und zwischenzeitlich haben die hier auch mal ein, ich komme hier nie drauf, bei uns wurden die Westsender hier, RIAS und so, wurden auch so bezeichnet. Die haben hier jedenfalls mal eine Zeit lang einen Sender ausgestrahlt, der auf Tschechisch sendete, wo die von ihrer Revolution damals abgebracht werden sollten. Prager Frühling und so. Ich begrüße hier in der Wilsdruffer Kleinbahn unseren ja, Technik 2024 bereits zum zweiten Mal dieser hier statt. Wir dürfen Sie
gerne einladen, hier das Gelände zu erkunden mit allen Außen- und natürlich auch den Innenbereichen. Im Bahnhof befindet sich unter anderem die Modellbahnausstellung. Wir haben viele Gäste da, die im Eingangsbereich im Erdgeschoss hier ihre Modelle ausgestellt haben. Dampfende Modelle, angetriebene Modelle, ja selbst Roboter sind mit vor Ort. Sie können sich das Ganze anschauen in aller Ruhe. Dazu auch die hier ausgestellten Fahrzeuge und Oldtimer, die wir natürlich an dieser Stelle ganz herzlich ebenfalls begrüßen. Aber nicht nur hier am Kleinbahnhof gibt es die Möglichkeit, den Technik-Treff zu übernehmen. Es gibt noch weitere Standorte. Die blauen LKWs sind mir die liebsten. We'll be right back.
Es wird geprüft, ob der Deine noch frei ist. Ist frei. Prost. Da strömt also Dampf mit Überschallgeschwindigkeit raus. Hier auf dem Fenster strömt auf die Schaufel. Da wird der Dampf also hier umgelenkt in der Schaufel. Er hat noch sehr hohe Geschwindigkeit, deshalb sitzt hier dazwischen, die Richtung, dass er dann hier wieder durch die nächste Schaufel kommt und seine Energie abgibt. Wir zeichnen das hier auch noch auf. Machen wir auch noch, schalten wir ein. Ja, eine Schiebetür drin.
Come on, Julian.